ersten Teil zum Thema Variation der Konstanten haben wir eben unsere homogene Funktion dieser Differentialgleichung eben berechnet und wollen jetzt eben durch Variation der Konstanten die allgemeine und die spezielle Lösung dieser Differentialgleichung eben berechnen. Dazu ersetze ich quasi die Integrationskonstante c durch eben eine neue Funktion. Wir sagen hier eben, ich sage, die Integrationskonstante ersetze ich durch eine neue Funktion, durch k von x prinzipiell. Ich kann es aber auch anders machen, indem ich einfach eine neue Funktion aufstelle und eben das c einfach durch k ersetze. Das ist jetzt mein Lösungsansatz. Das heißt, ich sage einfach y ist dann eben anstelle des c, setze ich einfach nur ein k ein, habe dadurch eine neue Funktion mir gebildet mit einer neuen Konstante eben, die ich dann k nenne, plus 1 und kann eigentlich hier, da ich ja die allgemeine Lösung hier haben möchte, beziehungsweise die spezielle Lösung dann in weiterer Folge, mir überlegen, dass ich ja hier aufgrund der ersten Ordnung, da die Differentialgleichung erster Ordnung ist, ein y brauche und natürlich auch ein y'. Somit muss ich eigentlich hier nur noch diese Funktion einmal ableiten. Es entsteht ein y' dadurch und erhalten hier, wenn wir hier diese Funktion ableiten, aufgrund der Voraussetzung, dass ja k eben auch eine Funktion ist, ein k' mal eben x plus 1 minus jetzt eben k und x plus 1 abgeleitet ist 1, brauche ich nicht anschreiben. Und das Ganze natürlich aufgrund der Quotientenregel ist dann eben durch x plus 1 zum Quadrat. Mit diesem y, das ich hier definiert habe, also mit dieser Funktion und mit der Ableitung dieser Funktion, gehe ich jetzt in meine ursprüngliche Differentialgleichung rein. Das heißt, ich ersetze eigentlich mein y' und mein y. Und sage jetzt eben, ich ersetze mein y' durch diesen Ausdruck. Das heißt, es ist k' mal eben x plus 1 minus k, das Ganze eben durch x plus 1 in Klammer zum Quadrat und habe dann plus hier in meiner Differentialgleichung stehen y. Und y ist eben k durch x plus 1, also k durch x plus 1, darf aber nicht vergessen, hier oben haben wir das y ersetzt und der Bruch, der jetzt dann der Hauptbruch ist, Hauptbruchstrich ist x plus 1. Und auf der rechten Seite natürlich meine Störfunktion muss ich noch mitnehmen. Ist gleich 2. Hier entwickelt sich ja auch aufgrund Doppelbruch auflösen ein k durch x plus 1 zum Quadrat. Das heißt, ich könnte hier eigentlich 1 wegstreichen und sagen, na, es ist das gleiche wie das. Habe dadurch den Doppelbruch eigentlich relativ einfach aufgelöst. Und bringe jetzt diesen Klammerausdruck, also den Nenner, auf die rechte Seite rüber. Dann erhalte ich hier ein k' mal x plus 1 minus k plus k. Da ich ja den Nenner auf die andere Seite gebracht habe, entsteht eben 2 mal x plus 1 zum Quadrat. Dieses k hier und dieses k fällt mir jetzt natürlich raus aus meiner Gleichung. Und da ich ja das k' hier bestimmen möchte, müsste ich jetzt eben diesen Klammerausdruck noch auf die andere Seite bringen durch Division und erhalte dann eben k', also dividiert durch x plus 1, und erhalte dann für mein k' eben 2 mal x plus 1 zum Quadrat dividiert durch x plus 1, bleibt natürlich nur ein 2x plus 1 übrig. Ich multipliziere die Klammer gleich aus, das heißt k' wäre dann 2x plus 2. Und wenn das k' jetzt 2x plus 2 ist, dann brauche ich ja eigentlich nur noch sagen, mein k, mein zugehöriges dazu, das ergibt sich ja aus 2x² halbe plus 2x plus eben jetzt meiner Integrationskonstante c, die hier wieder auftaucht, und kann hier das noch kürzen und erhalte dann eigentlich die Funktion k ist gleich x² plus 2x plus 10. Mit dieser Funktion k gehe ich jetzt in meine ursprüngliche y-Funktion hinein, die ich ja mir entwickelt habe aufgrund dessen, dass ich das c durch ein k ersetzt habe, erhalte dann die allgemeine Funktion dieser Differentialgleichung mit eben k, k setze ich jetzt diesen Wert ein, x² plus 2x plus 10,
durch eben dieses x plus 1. Und das ist meine allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung. Ich habe aber noch einen Anfangswert gegeben mit y3 ist gleich 4. Bedeutet ja, y3 ist gleich 4. Somit ist ja 4 nichts anderes wie, und jetzt ersetze ich alle x durch den Wert 3 eben, 3 Quadrat plus 2 mal 3 plus c durch eben 3 plus 1. Und kann dieses 3 plus 1 im Nenner, das ist ja 4, auf die andere Seite herüberbringen. Das heißt, in weiterer Folge ist dann 16 gleich 3 zum Quadrat ist 9 plus eben 2 mal 3 ist 5, 6, also plus 6 plus c. Und bringen dann jetzt diese Zahlen, also 9 und 6 ist ja 15, auf die andere Seite durch Subtraktion und erhalte den Wert c ist gleich 1. Und wenn der Wert c gleich 1 ist, kann ich mir dann aufgrund dieser allgemeinen Funktion natürlich auch die spezielle Lösung aufschreiben. Also wir haben ja die allgemeine Lösung und jetzt schreibe ich mir die spezielle Lösung eigentlich auf und ersetzt das c eigentlich nur noch einen Einserwert. Das heißt x² plus 2x plus 1 durch eben x plus 1. Und das ist jetzt die spezielle Lösung für diese Differentialgleichung. Ich könnte hier auch noch, wenn ich es denn erkenne, hier die erste binomische Formel auflösen. Das ist ja nichts anderes wie x plus 1 Quadrat. Kürze das Ganze noch raus und erhalte dann eben als spezielle Lösung eben y ist gleich x plus 1 für diese Differentialgleichung.